Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wieso ich nicht mit Schnellwechselplatten arbeite. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, wie so oft hat das bei mir natürlich einen Grund. Und der Grund ist ganz einfach der, ich arbeite gerne mit solchen langen Schienen unten an der Kamera, wenn ich mit einem Stativ arbeite. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die meisten von euch wissen, dass ich sehr viel im Makrobereich tätig bin. Das heißt Makrofilm und Makrofotografie. Und ja, ich mache das sehr oft mit Nahlinsen, weil ich da eine sehr starke Vergrößerung bekomme. Und Nahlinsen haben eben nur so einen bestimmten Abstand, in dem man scharf stellen kann. Da ist jetzt zum Beispiel die Rhenox DCM 250 drauf und das sind dann bei entsprechender Vergrößerung oft bloß ein paar Zentimeter und mehr geht halt nicht. So, jetzt hier ist zum Beispiel ein kleiner Strauch. Stellt euch vor, da ist jetzt ein Motiv. Hier sitzt jetzt wirklich gerade ein Rüsselkäfer da hinten und ich komme hier ohne Wackeln nicht an den Strauch mit dem Stativ so nah ran, dass ich scharf stellen kann. Ja, und jetzt schaut mal her, was ich da noch für eine Möglichkeit habe. Ich kann die Kamera ohne das Stativ jetzt durch irgendeine Lücke durchschieben und kann scharf stellen und gut ist. Anderes Beispiel bei Brennnesseln zum Beispiel, ja, Brennnesseln, ihr wollt ein Motiv in den Brennnesseln drin filmen, dann manuell scharf stellen und die Kamera in die Brennnesseln reinschieben, bis die Schärfe da sitzt, wo ihr sie haben wollt. Und ja, ganz allgemein ist eigentlich logisch, oder? Je weiter ich mit dem Stativ von meinem Insektenmotiv oder Spinnenmotiv wegbleiben kann, umso ruhiger bleiben die. Und also ich konnte jetzt gerade mit der Methode schon eine ganze Menge tolle Aufnahmen machen und kann ich nur weiterempfehlen so. Und hier noch ein paar Worte zu meinem Schnellfund. Das ist der braungraue Glanzrüssler Polydrusus cervinus. Name und Farbe stimmen nicht unbedingt überein. Ja, das war's für heute. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Servus.